Später. Ja, natürlich. Aber wollen wir nicht zuerst die Geschenke auspacken? Okay. Wieso nicht? Okay, wer ist das? Ja, mein Kleiner. Oh, du bist ja ganz brav. Und so flauschig. Nehmen Sie die Hände hoch. Das ist ein Überfall. Mein Leben ist ja schon unnormal. Aber das toppte wirklich alles. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Mal sehen, wie es weitergeht. Bitte nicht schießen! Bitte nicht! Hahaha. Glauben Sie, ich würde auf Sie hören? Lass mich doch nicht rumkommandieren. Drei Tage später. Ich frag mich, wo Steve ist. Keine Ahnung. Mal. Ich hab doch gerade erst so schön geschlafen. Dieser Wagen steht ja immer noch da. Komisch. Naja, mal gucken. Abgeschlossen. Dann muss ich es anders probieren. Okay. Kinder, das bloß nicht nach. Okay, das war wohl nix. Also ich bin ja schon ein komischer Mensch. Aber eine Waffe? Was? Wir kommen ins Geschäft. Aber davor habe ich noch ein paar Fragen. Okay, wenn Sie meinen, wollen Sie vielleicht mal mit mir zu diesem neuen Musical gehen? Ich weiß zwar nicht genau, wie es heißt, aber es soll sehr gut sein. Natürlich. Noch nie auf einem Musical. Das ist ja so aufregend. Gucken wir, wie es weitergeht. Allein und so verkrampft. Und das rührt mein Herz. Ja, diese Show ist ja richtig. Nehmen Sie noch ein bisschen Popcorn? Aber sicher, natürlich. Ja. Ich will das hören. So ein Nerd. Komm, den machen wir kalt. Okay. Ach, was willst du eigentlich von uns? Gar nichts, gar nichts. Aber bitte, lass mich leben. Bitte. Nur wenn auch was für uns dabei rauskommt. Auch wenn nicht, dann... Bam! Okay? Ja, natürlich. So, endlich bin ich diese Tüten los. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Bei der ganzen Aufregung habe ich voll vergessen, dass es Weihnachten ist.